Die ersten Blätter liegen verkrümmt am Boden und kündigen den Herbst als vorletzte Jahreszeit an. Mein regelmäßiger Spaziergang durch den Eichepark am Rande Berlins sorgt für viel frische Luft und ein aufgeräumtes Aufatmen in meinem Innersten. Es dauerte gar nicht lange, da komme ich an einer Brandstelle vorbei. Nur noch ein verkohlter Pfahl schaut aus dem Boden. Ich dachte mir noch, dass es wohl die Dorfjugend sei, die aus Langeweile einen Baumstumpf angefackelt haben. Kurzes Innehalten, dann schwante es mir. Das Insektenhotel, das ich noch im Sommer bewundert habe, ist abgebrannt. Der klägliche Rest schaut nun angespitzt und verkohlt aus dem Boden. Wut steigt in mir auf und Traurigkeit umhüllt mich wie eine Tarnkappe. Das Interhotel mit seinen verschiedensten Unterschlupfmöglichkeiten war ein beliebter Anziehungspunkt für Käfer, Spinnen, Schlupfwespen und Bienen, die hier auch überwinterten oder sich in den Schilfröhrchen verpuppten, um im nächsten Jahr auszufliegen. Vor allem Nützlinge nahmen das Hotel dankbar an. Ganz zu schweigen von der Mühe des unbekannten Handwerkers, der dieses Hotel wohl nicht mit einem 3D-Drucker erstellt hatte. Der Schandfleck bleibt vorerst ein Mahnmal gegen die Dummheit. Das Interhotel ist wieder aufgebaut worden und durch eine Vogelschutzhecke ergänzt worden. Man müsste Gartenzwerge als Sicherungsposten aufstellen. Sie werden dann zur Dämmerung lebendig und bewachen wie einst die 7 Zwerge den Sarg Schneewittchens, bewaffnet mit Säge, Spaten und Spitzhacke. Wohl dem, der es wagt, der Schönheit ein Leid zuzufügen, dem drohe Schlimmes. Hoffen wir auf die Klugheit der Menschen und dass das Hotel ein neues Zuhause für viele Insekten.